Herr Stalder, die machen mit bei der Aktion Brot zum Teilen. Ihr seid Bäck mit Leib und Seele. Was bedeutet euch das Brotbachen? Brotbachen, das ist für mich eigentlich, muss ich sagen, fast ein bisschen Erfüllung. Ich mache das gerne, gutes Brot. Und tue mich immer sehr ärgern, wenn es nicht so klingt. Wie viele Schritte braucht es, bis man am Schluss das Brot hat? Ja, das ist mal zum Zweck machen. Das ist der erste Schritt. Rohstoff Zweck tun. Nach einem Kneten, der Knetprozess. Nach einem. Sorgfältig aufschaffen, also die Formen vom Brot. Das Brot zum Teilen hat er jetzt eben schon ein paar Jahre im Programm. Und was ist das Besondere an diesem Brot? Also das sind zwei verschiedene Brote in einem. Dass es rauch und halbweiss ist, praktisch noch speziell. Und speziell ist ja, dass ich mit Ihnen darf das zusammen machen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dass wir es so machen können, in dieser Form? Ja. Also am Anfang war das Ding vor der Fachschule. Die haben das Brot gemacht, extra Brot zum Teilen, und hat mir das abgedruckt mit so einem übers Kreuz. Und das ist eigentlich nie so richtig gelungen. Und dann irgendwo vor etwa 2-3 Jahren sind wir auf die Idee gekommen, wir könnten doch einfach die vier Teile machen. Und nachher sind wir dann auch darauf gekommen, dass man ja zwei verschiedene Brote könnte in eins tun. Die Liegezeit ist wichtig vom Teig, dass er lang genug liegen kann, dass sich ein Aroma bilden kann. Ja, nachher schaut man, dass das Brot auch die richtige Größe hat, dass es nicht überhaben ist. Das Backen ist auch sehr wichtig, dass man sehr hohe Backtemperaturen wählt, dass die Verkleisterung sehr hoch ist, dass also viel Wasser im Brot drin liegt. Ich habe gesehen, dass ihr sehr exakt immer wieder in den Ofen geschaut habt und dass ihr dann da ganz einen Haufen Wecker hattet, um die Zeit einzustellen. Wie viele Sorten Brot hat man meistens im gleichen Backofen drin? Ja, das können schon manchmal 4-5 Sorten sein. Im gleichen Herd, ja. Aber natürlich im Morgen früh, dann machen wir nur Rauchbrot machen oder nur Baslerbrot oder nur Giroletta, dann füllen wir ganze Herde. Aber sobald es ein Spezialbrot gibt, dann gibt es manchmal schon 3-4 Sorten, die miteinander im Ofen sind, ja. Ist es euch schon mal passiert, dass der Ofen richtig brennt hat? Nein, das ist mir Gottlob noch nie passiert. Aber natürlich Sachen verbrennt. Das ist mir schon natürlich öfters passiert. Darum brauche ich auch die vielen Wecker, oder?
Wenn Sie die nachher für rauszunehmen? Ja, ich bleibe. Gut. Mhm, dann haben schon noch eine Viertelstunde. Gut. Machen wir recht auf. Yeah.